Elektro Bubi, auf geht's, Grand Final Hype. Alles drinne. Ich würde gerne Sendung Bracket weitersetzen, weil das war eine Downer. Ich hätte das auch gerne. Hey Paul, komm, Grand Final muss jetzt noch auf Commentary auf jeden Fall. Das ist nur Grand Final ohne Commentary jetzt. Und hat sie mit den ersten Stock, wie ich gesehen habe, und 43% auf dich. Okay, das schaut eigentlich ganz gut. Sarah mit dem Körper. Okay, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube, ich kann Tafel kommentieren, weil ich weiß absolut nichts von diesem Match. Okay. Der steckt seinen Gott. Schön. Warum keine Ashkarte? Oh. Was zum. Wie wollen heute alle reingekommen, wie die sagen? Auf jeden Fall. Geht fucking ab. Okay. Auf der Plattform, das ist Chase. Naja, aber er weiß nicht. Ich glaube, es ist zu late mit dem Grab. Okay. Schöner Vollab eigentlich. Natürlich auch nicht fair, weil gut genug Space ist, sodass es nicht gegrabt werden könnte, aber. Irgendwie kommt der Grab noch raus. Toll. Ja, und das ist Move. Das ist so witzig. Das ist fucking witzig. Das ist so witzig. Gibt es nichts. Ich glaube, die ist sogar von einem Kumpel von Moritz. Das ist eine Fake. Das ist scheiße witzig. Digga, Klumpen Nacken ist auch respektabel. Klumpen Nacken. Digga, absolut. Ohne Spaß, ich verstehe, warum sich niemand diese Scheiße geben will. Ich glaube, Rapper hat auch Digga. Aber die muss noch. Der Name. Rote Schick. Channeling ist inner Ripka. Falls es irgendjemand die Scheiße gibt, kann dann bitte jemand in den Chat schreiben, bitte. Ich würde gerne wissen, ob es irgendjemand unser Wix-Commentary gibt. Das ist halt oder schon die Scheiße. Allgemein, ganz Sprint Finals. Ganz kurz, eine Frage ist: In dem Match ist jetzt irgendwas passiert? Nee, würde ich nicht sagen. Außer, dass es jetzt quasi unten ist. Also, ich will von fucking Christoph fucking Niehaus, will ich eigentlich nur die schönen F-Tits in jedem Kunde. Oh, und halt diese Protest. Hey, der Tech Chase. Oh mein Gott, Nati wollte aber raus und ist die Abwehr. Ist das der Stock? Oder kann er recoveren? Das soll ein Knie sein. Oh, nee. Weißt du, all diese Sets haben mich realisieren lassen, dass wir alle in Berlin etwas unclean spielen. Und deswegen werde ich den nächsten Mal. Ja, richtig scheiße, obwohl wir die beste Region Deutschlands sind, ganz klar. Ja, ich meine, es ist auf dem höheren Level, spielen alle wirklich neutral und adapten auch alle, aber trotzdem messen sie durchgehend ab. Und das würde ich gerne ändern. Aber es ist halt kein Top-Level, so. Und ja, ist, du musst bedenken, so. Es ist halt einfach fucking Grand Final. Ich hab Grand Final geschrieben. Es ist einfach fucking Grand Final des Weeklies und es ist halt einfach fucking high. Das ist schon recht, ich will dich da nicht enttäuschen, aber ich glaube, ich war ein bisschen zu easy. What the fuck, Alter? Willst du mich verarschen? Ich hasse dich. Egal, ich werde jetzt halt alleine kommen sehen. Hallo, Dax und Marco. Konati mit dem Disrespect. Auf geht's, Game 1. Geht an den guten alten Komobi. Oh Mann! Runback. Und ich jetzt nicht täusche. Was müsste Runback sein jetzt? Wegen Mike näher neben mir sind, versteht man mich ja glaube ich nicht. Aber irgendwas weiß ich schon. Ich komme ja nicht im Stream an. So wie hier da. Insane. Keine Ahnung, Alter, wie soll man scheiß Falken Schick kommentaten? Ich hab an den Mike gekratzt. Falls es irgendwie interessiert. Okay, wenn du das interessiert, wenn jemand zuguckt. Schönes Up-Throw-Knie. Das ist der erste Stock in Game 2 für Komobi. Ich kann Komobi hier den Reset machen. Ey, warte, ich hab nicht aktualisiert, dass Komobis erste Game gewonnen hat. Was ist denn hier los?
schlechter Stream hier. Edward? Ist der Brenner? Ey. Hab ich nicht mehr? Wow, ich hab nicht geupdatet. Erstmal sterben. Ich müsste eigentlich schon auf dem Rückweg nach Hause sein. Aber ich bleib einfach hier. Weil juckt ja nicht. Ich muss zwar morgen um 7 aufstehen, aber man gönnt sich ja sonst nichts nicht. Oh, was ein Trade. War das ein Trade? Keine Ahnung, ich glaube es war ein Trade. Deck Trade Szenario jetzt hier, aber Zara verkackt nach dem ersten Grab schon, ist halt schon die Story irgendwie. Und das ist der nächste Stock für Kobobi und das ist ein One-Stock-Lead. Aber wir alle wissen, One-Stock ist halt einfach kein Lead. Oh shit. Beide müssen ihre Tech-Chases. Oh shit, straight into my combo video collection. Auf geht's. Fuck, ich muss niesen, aber irgendwie muss ich nicht niesen. Das ist super eklig. Oh, Konati carried ihn auf die Stage, aber er lässt ihn in die Kante. Deswegen kommt er jetzt wieder zurück hier, Zara. Jetzt fucking Insight Knowledge hier. Fucking Zara ist halt einfach Christoph Niehaus, aka Dusan, aka Bruce Leon, aka Berliner Chic. Kobobi, aka Konati, aka Afro Samurai, glaube ich. Das war sein erster Tag, Fun Facts. Hört zwar jetzt keinen, aber Fun Facts. So für die Leute, die es halt juckt. Oh, er wusste, dass es in die Kante geht, aber Kobobi macht rechtzeitig eine Abi. Gute Reaction auf jeden Fall. Aber scheiße, tight ist. Oh mein Gott, Konati! Aber er taggt die da. Ne, die näher, die taggt er. Also insofern alles safe für Kobobi. Er rennt einfach auf die Stage und er steht. So kann das aber nicht in einem Grand Final sich sehen lassen. Oh shit. Den Stall geredet. Insane. Alter, Lonely Commentaries. Einfach fucking Lonely. Witzig. Oh, Slider hier von Kobobi. Ah, Konati macht 6 Ashcancel Improvement hier an der Stelle. Muss man einfach mal loben. Und das sieht so lächerlich aus, wenn er Sidebeam ist und das tut er zweimal und Zara kriegt trotzdem keinen Punish. Was ist das für ein Game? Ich würde mich enttäuschen, weil das Matchup ist halt irgendwie nicht so scheiße halt so. Und wenn es jetzt Game 5 lasst, stockst du, dann wäre es halt schon mies halt. Was ein Airdodge, aber Zara kann die Kante zuerst greifen und das ist Game 2. Geht an Zara, ganz klare Sache an der Stelle. Last-Stock-Szenario, aber er gönnt sich. Und hat der Geldjunge jetzt wirklich ein ganzes Scheiß-Game dafür gebraucht, sich eine zu drehen. Alter, und er hat sogar ordentlich daneben geworfen. Kevin, willst du commentaten? Ich muss Lonely Commentary machen, das ist so traurig. Ich muss Chic Falten Lonely Commentary machen, wieso hilft mir keiner? Warum sind alle so ruhig und spielen einfach nur? Kein Hype hier. Ich mag's nicht. Ich wollte das Ziel gewinnen. Und der hat auch eigentlich gewonnen. Im Herzen hat Ziel das gewonnen. Ich weiß, Konati jetzt ein Reset macht, auch wenn ich dann nicht mehr da sein kann. Paul. Ja. Warte mal, lass mal. Wir müssen in. Wir müssen in 10 Minuten oder so los. Ich muss leider nach dem Set gehen, also leider kein Quality Commentary dann für eventuellen Resets. Was dann natürlich noch Hype ist, so. Aber ich kann leider nicht da sein dann. Sam, willst du mir bei Commentary helfen? Ja! Einer, der mir helfen will. Nein! Nein, wehe! Wehe! Ich muss Chic Falken alleine commentaten, bitte! Bitte tu so. Bitte tu. Ich muss irgendeine Scheiße labern die ganze Zeit, das ist schlimm. Ja. Nein, guck mal, wer ist da überhaupt im Chat? Banane, Marmelade? Niemand ist im Chat. Nein. Das ist mega traurig. Okay. Egal. Ich bin halt nicht allein. Hast du das auch gebraucht?
Warte, wie steht's? 1-1? Wie steht's? Ja, hast du's? 1-1, ja. Okay, ich glaube, ich bin immer abgewählt jetzt hier. Okay. Wechsel Game 5, dann komme ich gleich wieder zurück. Ja, ich will halt schon, dass Game 5 ist. So. Ja, schauen wir mal, was. Für Rosmarin ich jetzt also, ich meine. Ja, ich hab definitiv Rosmarin. Ich hört nicht dazu, also juckt ja nicht. Ja, eben. Naja, okay. Also, die Frage ist auf jeden Fall so: Kann Konstantin den kühlen Kopf bewahren? Kann er sich. Sie können das jetzt noch zurückbringen. Also, es sieht ja schon rough aus. Also. Aber er war kurz Magic 69. Und jetzt wird er gecombot. Fucking Combo Videos. Aber das war ein Knie. Das hat sich mega angefühlt. Stattdessen stirbt Konstantin und right sieht, my combo video sieht definitiv schwer nach ich einem. Ich meine, es reißt doch wieder, aber es ist halt so kein. Wow. Und Nadine muss den Stock jetzt nehmen oder er hat das Game verloren. Ja. Okay. Also, was sagst du? Spectrum braucht eh nur 3 Hits. Was ist die Expertise? Ja. Was sagst du, ist die Expertise? Gewinnt er das noch oder gewinnt er das? Also, wenn er den Stock jetzt nimmt, dann gewinnt er das. Wäre halt lächerlich. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, es wäre lächerlich zu callen, dass du das nochmal. Nein, nicht die Get Up Attack! Ja, okay. Bitte oh, nicht so eng! Wolfgang! Ich hasse es, Get Up Attack! Oh mein. Nee, aber Konati Counterpick jetzt. Super, super. Konati nimmt mal Yoshis. Konati nimmt Yoshi. Ich meine von Xara natürlich. Xara, der unbekannte. Get Up Attack Conversion ist halt schon aus Berlin. Können wir darüber reden, dass Xara erst seit ungefähr 3 Monaten Melee spielt oder so und jetzt schon Grand Final beim Berlin Weekly. Berlin übrigens beste Region Deutschlands. Ja, ganz klar. Werden diesen Blödsinn das ist wunderbar. Ich meine, er ist halt so Verwandter von fucking Usam, aber. Ich glaube, das liegt so ein bisschen in den Genen, die fucking. Ich glaube, du kannst. Aber bitte hör auf zu Gift. Oh mein Gott, wir haben Konrad das umgedreht. Oh, wir haben Konrad das umgedreht. Das ist Karma. Oh mein Gott, Zicke kommt. Das, oh. Die fucking Abwehr kommen muss, Bruder. Er will so abgehen, Alter. Fucking yeah. Combo Video Collection. Nice. Die wollen nice ein bisschen Show abliefern für die neuen. Nee, die wollen ein bisschen Show abliefern für die neuen Zuschauer hier. Also eigentlich nur für uns, zumindest 2, aber so ein neues Stream zu schauen. Weil wenn jetzt jemand streamen schaut, bitte mal in die Kommentare hier in den Chat schreiben. Finde ich auf jeden Fall geil. Ja, das ist auch für die Leute, die das Set danach vielleicht angucken. Besser, wenn irgendwas bleibt. Und wenn ich glaub, nicht, dann ich glaube, ich habe das, hab das Sterni ein bisschen zu schnell weggeräumt. Ich bin ein bisschen krank vielleicht. Ich bin angetrunken. Aber halt so nice. Okay. Aber Konsti liegt schon wieder hinten. Und diesmal muss er gewinnen, wenn das Set überhaupt noch weitergehen soll. Das ist ein nicht so geil. Miese Zeit. Falcon ist halt auch Park. Ich meine, das kann jetzt das Tournament sein. Oder Rumi macht den absoluten Clutch-Play. Bums, aber er sieht ein bisschen tilt aus. Wenn man mal ein bisschen auf die. Ja. Wenn man ein bisschen auf die Cam guckt, dann sieht man schon, dass es hilft. Aber das ist der Stock. Das ist noch ein Stock. Wenn Konati jetzt Momentum kriegt, Digga, dann war es das, was ich sage. Das wär's komplett. Quality Commentary. Ja, that's cool. Geil. Oh mein Gott, das war ein Cheat-Rip. Oh, bei Konati spielt so on fire. Das sieht gerade gut aus. Das sieht gerade wirklich gut aus. So on fire, Alter. Oh mein Gott, die Abwehr hätte hilft müssen. Ja, die Abwehr war ein bisschen greedy. So on fire, Alter. Kriegst du nicht zusammen, Junge. Konati spielt so gut in den letzten Wochen, weißt du? Konati hat so hot mit der Klappe. Okay. Der 20. SD von Xara heute. Das ist der erste, den ich jetzt gesehen habe. Oh, der Jab Reset. Oh, der Regret. Gutes Spacing noch. Oh mein. Ab er. Konati! He knew. Oh mein Gott, das ist so hype. Passiert? Oh nein. Konati geht zu hart ab. Konati! Wird er treffen? Oh Gott. Nur die Edge Grab. Oh mein Gott, Konati bringt es zurück. Game fucking 5. Oh mein Gott, das war so scheiße Hype, Alter. Ich könnte ausrasten, aber ich darf nicht zu laut sein. Ich darf nicht zu laut sein. Scheiße. Fucking hell ist das Hype. Außer Kontrolle.
Final Destination. Alles drin hier auf Game 5. Was? First Hit Grand Final. Ich weiß nicht, ob das eine gute Stage für Sheik in einem Matchup wird. Naja, Windows hat ihn, glaube ich, gepriestockt oder so. Auf der Stage. Okay. Feuer gerade, Alter. Ich sehe hier halt auch ein locker, so richtig Moment, ekliges Punch-Game. Ich habe so eine Erwartung. Ja, so oh mein halt, Gott, straight into my Combo-Videos. No Double Jump von Sarah an der Stelle. Jetzt könnten die Nerven anfangen hineinzukicken. Konati geht so hart an Newcomer Xara. Das ist auch ein bisschen dann die Experience. So, Kanzi ist schon seit langem dabei. Xara. Ich will eigentlich nur sehen, wen er ist. Seit kurzem. Ohne Spaß, ich will gerade wirklich nur sehen, wen Forstock. Forstock? Ja, und okay, Spaß. Okay. Ich will das sehen. Ich will das sehen. Maybe you're right. Ich will das maybe sehen. Maybe you're right. Kann Xara sich nochmal erholen? Er muss sich composen. Er muss ruhig bleiben. Er muss das Momentum von Konati stoppen. Ich meine, das ist seine Stage. Er muss wissen, warum er hier sein wollte auf diesem Combo-Playfield. Können wir kurz darüber reden? Ah, okay. Es ist auch sein Combo-Playfield. Straight in my Combo-Video Fail Collection, Digga. Da wäre eine Apple vielleicht ein Arsch. Kann man kurz darüber reden, wie das aussieht, wenn Captain Falcon es halt gemacht und es verkackt. Er ist dann so, when you try your best, but you don't succeed, Moment, Alter. Also ich finde, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt bei dem Move, weil wenn er trifft, ist auch... Wieso ist niemand im Chat das Träger für mich? Ich würde irgendwie Commentate machen, aber es ist keiner da, es ist traurig. Aber es ist kein Forster, ich wollte den Forster unbedingt sehen, ich wollte den Momentum nicht sehen, Alter. Oh, er verkackt das Timing ein bisschen. Aber gut, ja, ich glaube nicht, dass die geilen Dash-Trick Sheik Downsmash. Du wirst voll, das wäre so cooler gewesen. Konrad kommt einfach runter mit einem Stomp. Digga, ist so ein Madman. Oh, no jump. So ein Flyer, Alter. Oh, Stomp. Das war so ein Flyer, Alter. Aber das ist der fucking Deny. Aber, okay. Junge, er bringt das einfach zurück, Digga. Das ist einfach hin und her jetzt hier an der Stelle. Dusan ist definitiv ausgefallen. Das ist nicht Dusan, das ist Christoph Nie, das ist Xara, Christoph whatever. Ich weiß, du müsst eigentlich schon zu Hause sein. Das ist eine Scheiße, aber ich will mir das geben, weil es einfach scheiße im Hype ist. Das ist halt so Game 5, so Last Set. Und das Ding ist, wenn Reset ist, also so, ich will halt, ich probier jetzt Reset. Oh, kannst du es gerade? Klug so, was passiert? Aber das Ding ist, ich will halt irgendwie Reset sehen so. Oh der random Ass Smash! Oh mein Gott, das war so gar nicht random. Oh, das war so Reset, oh Boys! Oh mein Gott! Reset! Konstantin! Niemand schaut zu, Reset! Mit den Brains! Ich hab neu jetzt noch das Brains hier und dann muss ich nach Hause gehen, leider. Werden deployed. Leider kein Quality Commentary jetzt mehr hier. Ah, Bullshit. Stelle. Aber komm, Sam macht das. Sam macht das jetzt. Bullshit. Hey Jungs. Grand Final Reset halt jetzt an der Stelle. Ich will unbedingt sehen, wie Konati mal wird. Ich hab nur, das Konati halt so hat das Part. Ja. Weil Sheik hat eklige Kombos. Ist die Frage. Aber ich muss mal eben gehen jetzt. Ah, Bullshit. Kannst du es jetzt noch wegen den drei Matches, die Konati hier. Es ist 22 Uhr, ich muss eigentlich zu Hause sein in einer Viertelstunde. Ja. Ich brauche eine Dreiviertelstunde, aber das ist keine Alternative. Aber ich brauche das. Gott sei Dank. Das tut mir so leid. Okay. Bisschen Solo-Commentary. Let's go. Konsti mit dem Lead. Nein, Kobobi mit dem Lead. Gegen unseren Newcomer Xara, der sich überraschenderweise aus Winners bis hierhin durchgekämpft hat. Weil kann er... Er scheint zu können, bis auf den einen Erkenntnis, aber Konsti schenkt es ihm. For good effort. Und Xara schenkt es ihm zurück. Ein cleaner Stock-Lead für Konsti. Kobobi, meine ich. Ja, gute Recovery. Oh, die Needles sitzen jedes Mal. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Alternativen für Falcon gibt, aber wenn nicht, dann schade Kobobi, weil Xara weiß, wie es funktioniert.
Nice Nair, nice Back Air, nice Attack Chase, scheiß Crouch Cancel, nice Jump Mechanic. Again. Oh. Sneak die Abwehr rein. Nice Reverse Knee, sehr clean. Konntest du immer noch mit einem komfortablen Lead, meins Wolfgang, kann schon was einstecken. Oh. Ausgewiggelt von Blume, von Christoph Wallace. Okay, okay. Passt ihm. Let's go. Gimp. Kein Gimp. Tech Chase. Kein Tech Chase. Okay. Wartet auf den Spotter und müsst dann erst. Ein. Hey, hallo, ist gerade Last Socks so hype. Bruder. Kannst du dich jetzt einfach rein. Diggi. Okay, das muss ich mir noch. Wenn, dann kannst du mich noch assisten hier. Und, ich kann nicht assisten. Okay. Okay, aber es ist noch ein weiteres. Ich mal das Spiel von unseren null Zuschauer. Ich weiß nicht, wie das geht. Nächste Woche leider nicht da. Ja. Muss man. Aber ich habe keine Schule, das ist halt gut. Ein schöner Freiberg Sachsen, Alter, auf jeden Fall. Hau rein. So. War das jetzt 1-0 für Ogobi? Amazing. Ah doch, yay. Refresh, erfolgreich. Also, 1-0 für Konsti. Er fasst sich an den Kopf für diese Recovery. Was geht in diesem Game 2? Oh, ein E. Up Air. So, Spot Dodge. Eine starke Technik auf jeden Fall. Busan mit einem sehr, sehr tiefen Drop bei dieser Recovery. Die beide hat Herr Kobubi und ich gemeinsam mit Kobubi gewinnen. Du hast 1-0 für Kobubi. Aber Xara hat auch gewonnen oder nicht. Ja, es ist verwirrend. Ja, eigentlich schade, dass ich nächste Woche nicht da sein kann. Ja, ne, irgendwer muss dieses Stream-Overlay bedienen. Aber halt wirklich so, wenn Julia am Spielen ist, dann muss ich das bedienen. Ich appreciate gar nicht, wie viel ich mache für die neuen Zuschauer. Ja, aber die neuen Zuschauer wissen es. Ja, hallo, ich denke, das ist ein fucking. Also es kann sein, dass irgendwer zuschaut, so, aber dann schreibt ihr nichts in den Chat. Okay. Das wird schon mies funny so. Oh. Aber in der Zwischenzeit halt. Wir sehen uns beim Arcadian. Vielleicht mache ich da auch Commentary, wenn ich dann Zeit habe. Bin ich Zweiter geworden. Wenn ich Erster geworden bin, so, dann kann ich schön Commentary machen. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao. Ja. Gut. Oh, Konsti hat den Stock gezogen, wenn ich weggeschaut habe. Let's go, Konsti. Kobobi. Stomp. Noch ein Stomp. Kein Knee. Is this none? Is he gonna lose because of that? Oh. Okay. Falcon Kick off the corner. Hat schon immer funktioniert. Nice Abwehr. 1-1. Und das werde ich hier auch mal eintragen. Konnt. Na dann, Game 3 hier auf Yoshis.
der Grand Final Hype ist greifbar. Oh, Jesus, Zero to Death. In ungefähr 4 Hits. Let's go, Konzi. Konzi auf jeden Fall wach gerade von seinen Inputs her. Außer bei dem L-Cancel gerade. No tag, no life. Oh, Stomp Knee, oh, Reverse Knee, ich weiß nicht, ob das Absicht war, wenn ja, sehr nice und effektiv. Die Stomps werden hinausgefroht. Oh, der Neutral Hack, oh. Auf jeden Fall solid. Oh! Solid aus von unserem Boy Kobobi hier. Game 3 scheint seins zu sein, trotz Xara Counterpick. Aber ich weiß auch nicht genau, was sich jemand vorstellt, wenn er Yoshis gegen Captain Falcon Counterpick vielleicht. Weniger Bombs und Dash-Dancen. Das hat sich auf jeden Fall gerecht in Form von Early Kills. Kyoko-Bogi in dem Fall. Aber jetzt haben wir das genaue Gegenteil. Dreamland macht für meine Begriffe mehr Sinn. Es gibt Falcon zwar auch mehr Recovery, aber she got Tools. Gut gedacht, bisschen zu langsam von Xara hier. Oh, da reached der Neutral Hack um einen Pixel. Aber schick. Oh, wow, nice Timing. Oh, das hätte auch ruhig ein Strong Knee sein können, aber war halt nicht, ne? Oh, hat sich auch wieder nach einem Knee angefühlt, aber ich habe keine Ahnung. Obwohl wir schon wissen, warum er. Oh, okay. Reverse wollte er wahrscheinlich nicht in dem Fall, aber hat auch gereicht. Und ja, Invincibility ein bisschen verfloppt, würde ich sagen. Dusan mit dem quicken. Ausgleich. Das ist zwar. Oh. Ein bisschen Movement-Flops gerade von Kanzi. Vielleicht einfach Stamina-Drain von den letzten Games. Vielleicht auch nur sicke Pressure von unserem Newcomer Xara, der sich da leicht vertimt mit seinem Forward Air, aber es rächt sich nicht. Guter, solider Stock-Lead für Xara, aka Christian Neudorf. Oh, der Grab. Marv from behind. Oh, hätte er Edge halten können, aber war natürlich ein smarter Driftback von Kobobi hier. Oh, die Drift B, das wird ein Knee. Das dürfte ein relativ Free Edge Guard sein, aber Dusan macht nicht viel aus seinem Extra Life. Christian, meine ich. Christoph, whatever. Sheik. Okay.
Also von den Prozenten her Xara leicht vorne, aber von den letzten Exchanges her Konstantin mit leichtem Momentum. Wäre jetzt meine Einschätzung. Kann sich natürlich schnell ändern. Oh, oder eben auch nicht, ne? Und das wird diesmal kein Gemister Stomp. Oh, dafür das Gemister Reversely. Unglücklich. Nicht traurig. Dafür, ja. Safe mit der Abwehr, statt nochmal zu riskieren, einen Weekend zu bekommen. Aber instant fair. Konsti sollte überlegen, ob er vielleicht irgendwas macht in der Zeit, in der sein Gegner von der Plattform mit dem Münzen wirklich hier runterkommt. Aber das weiß ich. Oh. Eigentlich ein schönes Base, aber ein schick Rap Range. Nice. Readet anscheinend den Single Jab, aber Konsti mit dem Reversal, jetzt wieder User mit dem Reversal, Melee halt so, Reversal, into Knee, into Up Air. Oh, oh, wollte wahrscheinlich den Reversal, oh ja, und jetzt trifft er das Knee. Und das ist, oh. Ja, und jetzt update ich auch das Layout. Herzlichen Glückwunsch, Kobi.